Hallo, meine lieben Abonnenten und ihr, die ihr es noch werden wollt. Ja, ich würde mich da wirklich darüber freuen, wenn ihr das unten anklickt. Ich bin Wolfgang Ley und ich begrüße euch zu einer neuen Bastelei hier in meiner Zweitwerkstatt. Ja. Und ich habe auf meiner Festplatte noch Dateien entdeckt, wie ich meinen Kompressor etwas leiser gemacht habe. Es sind ja heute diese leise Kompressoren alle in aller Munde, aber viele von euch, die vielleicht einen haben, die ärgern sich darüber, über das Gebrumme und Gebrattel in der Werkstatt. Ja. Deswegen habe ich für die Kompressoroptimierung hier zwei Tipps. Zum einen Einpuff, ja, Auspuff kennt jeder, damit das Mopedchen ein bisschen leiser wird. Und genau so funktioniert es nämlich auch beim Kompressor, nur dass da eben das ja umgekehrt läuft. Das heißt, wir müssen beim Einlass, bei der Ansaugung was machen, um diese flapsigen Geräusche da, so bap, 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 ja, was das so die tiefen Frequenzen, die sind ja auch so markerschütternd, um die ein bisschen zu unterbinden, und da kann man sich einen Einpuff bauen, ja, so nenne ich das Ding einfach mal. Und die zweite Idee ist, das Ding muss ja regelmäßig, also der Kompressortank, regelmäßig entwässert werden. War bei meinem uralten Baumarktkompressor der Fall, dass ich da wenig Zeit hatte, und das war auch immer kompliziert, da unten an die Schraube zu gelangen und, ja. Also das, und genau an der Stelle, wo sich das Wasser sammelt, da ist natürlich auch die Schweißnaht, ja, damit das Ding spätestens nach 3 Jahren durchgerostet ist, und dann macht der fliegt euch da nicht um die Ohren, aber da sucht sich der Rost in der schlechtesten, in der dünnsten Schweißnaht seinen Weg, und dann geht das los und macht pff, ja. Und da hatte ich den auch schon mal repariert. Das ist vielleicht sogar noch ein dritter Tipp, den ich euch geben kann, indem ich diesen mit Epoxidharz befüllt habe. Hab da so eine große Öffnung, also was zerlegt, und eine große Öffnung benutzt, um dann da, nachdem der auch richtig ordentlich getrocknet wurde, also von außen heiß gemacht, damit auch wirklich die Restfeuchtigkeit da drin verdunstet war, und habe das mit Epoxidharz ausgegossen, und da war dann unten, hier unten im Kompressor, halt hier so eine Schicht. Ist zwar ein bisschen Volumenverlust gewesen, aber die Schweißnaht war eben dann abgedichtet. Und da hat er auch noch ein paar Jahre lang funktioniert, bis ich dann einen neuen von der Firma Schneider, das ist sogar ein deutscher Hersteller, glaube ich, jetzt in meiner Werkstatt sehen habe. Also viel Geschwätz jetzt von mir. Wir gehen zusammen in die Werkstatt und ich zeige euch die Videos, die ich schon vor ein paar Wochen oder Monaten aufgenommen habe. Viel Spaß bei dem Video. Lasst mir ein Abo da, einen Daumen nach oben, und ja, ich hoffe, ich kann euch da ein paar Tipps geben. So, ich habe mir eine Taschenlampe dazu geholt, und jetzt schaut man hier rein. Das sieht natürlich alles ein bisschen wüst aus, gebe ich zu. Da hinten in der Ecke, da hängt das Geheimnis, nämlich ein Auspuff, aber der funktioniert hier bei dem Gerät umgekehrt, nämlich als Einpuff. Ihr seht, da wo normalerweise dieser Luftfilter dran war, da habe ich mir einen Schlauch dran angeschlossen, und der saugt aus dieser Box da oben. Die hole ich gleich mal raus, um euch das zu zeigen. Dann habe ich mir, weil der ja immer mal entwässert werden muss, unten drunter, kann man hier schlecht sehen, unten am Ablaufventil ein Magnetventil montiert. Und dieses Magnetventil mit 24 Volt, ein 24 Volt Magnetventil, das funktioniert, indem ich hier diesen Taster, den ich hier nach draußen gelegt habe, ja, ein bisschen Wildwest verlegt hier, gebe ich zu, aber wenn ich diesen Taster drücke, na, dann
dann entwässert der meinen Tank. Und dann brauche ich nicht da unten rumzukriechen, den Wasserhahn aufzudrehen. So, hier ist der eigentliche Auslass. Da habe ich hier auch schon einen Kugelhahn mir dran gemacht, weil der einfacher zu bedienen war und ich die Dinger noch von früher hatte. Und da geht es eben weiter, hier einfach mit dem Kabelbinder. Das Ding wird ja nicht da rumgefahren, da hält das. Und habe dann hier dieses Magnetventil. Ja, das ist ein 24 Volt Magnetventil, habe ich glaube ich schon gesagt. Und jetzt drücke ich mal oben den elektrischen Taster. Und ja, das wollte ich euch mal gezeigt haben. So, das ist jetzt das Wasser, was in den letzten zwei Monaten da angefallen ist. Ja. Das ist ja auch bei jedem Kompressor anders. Da müsst ihr eben diesen Hahn rausschrauben und dann eben Magnetventil einbauen. Aber Geheimnis meiner Geräuschdämmung ist hier oben, habe ich das. So, der Einfachheit halber erkläre ich so, weil ich das schön mit diesem Sack da drumherum noch abgedichtet habe. Und zwar habe ich einfach so eine leere Farbdose genommen, hier in der Mitte ein Loch reingemacht in den Deckel, wo dieser Schlauch dann drin endet. Und der Schlauch geht in der Dose ja so bis ins untere Drittel. Die leere Dose habe ich ausgestopft mit Perlongwatte, hier also diese Polsterwatte. Irgendwann mal ein altes Sofa zerlegt und da war die da. Kann man auch kaufen, diese Perlongwatte. Also ausgestopft damit. Ach so, hier saugt der natürlich die Luft an, also müssen auch noch ein paar Löcher da rein. Ja, ja, 20 Löcher oder 10 Löcher, Durchmesser 5, 6, 7. Ja. Und vielleicht habe ich sogar noch eine Plastikflasche andersrum innen drin. Könnte sein, ja, ich meine mich dumpf daran zu erinnern. Also der Schall, der kommt nämlich von der Kolbenbewegung, ja, und von dem Ventil, was wir auch auf und zu machen, das knallt dann immer auf und zu, ja, das Ventil, wenn der Kolben rauf und runter geht. Und diese Frequenz ist ja, was weiß ich, 30 mal eine Sekunde. Keine Ahnung wie schnell, ja, aber jedenfalls so, dass er hier bap, 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 bap macht eben. Und das Geräusch wollen wir halt minimieren. Und so wie beim Auspuff vom Auto, machen wir das hier umgekehrt, dass in einem Auspuff macht ja auch die Auspuffgase müssen da einen Zickzackkurs absolvieren. Und genauso habe ich es hier umgekehrt gemacht, indem ich da innen noch eine Dose oder irgendeine Plastikflasche, glaube ich, andersrum, wo der Schall auch nochmal hin und her musste. Und das den Rest dann ausgestopft mit dieser Perlongwatte. Und damit hier auch eine Filterwirkung, ja, zusätzlich noch habe ich diesen Stoffsack, den Stoffbeutel, der von diesem alten Sitzkissen ja auch noch da war, ja, da drum rum gemacht. So, das ist das Geheimnis, um den Kompressor leiser zu machen. Also die Umhausung da drum rum, die tut ihr Übriges, aber das werden wir gleich mal sehen, wenn ich da oben den Schlauch abmache, den Original-Luftfilter draufstecke und mit meinem nicht Auspuff, sondern mit meinem Einpuff den anschließe und ohne. Und das gucken wir uns gleich mal an, wie da hier vorne mein Handy die dB-Zahlen uns ausgibt. So,
Jetzt habe ich den Original Luftfilter wieder dran geschraubt. Lass jetzt hier mal Druck ab, damit der Kompressor anspringt. Und dann hören wir uns mal den Sound an. Tja, dass das so wenig dBs in Zahlen ausgedrückt ausmacht, hätte ich auch nicht gedacht. War selbst erschrocken eben gerade. Ich persönlich habe deutlich mehr den Eindruck gehabt, dass es deutlich mehr bringt, was hier in dem Video vielleicht überhaupt nicht wiedergegeben werden kann. Und was die App da, die man kostenlos sich aus dem Internet ziehen kann, was die da leistet, ist auch die Frage. Jedenfalls, ich habe den Eindruck, dass es deutlich mehr gebracht hat mit Schlauch rein, Schlauch raus, ja, so die Testmethode. Was euch sicherlich ein guter Tipp ist, ist das mit dem 24-Volt-Relais, mit dem Taster nach draußen. Ja, ich sag nur eins, macht's nach in eurer Werkstatt, lasst mir einen Daumen nach oben da, probiert's aus und wie immer, bye bye, sagt der Bastelei.